Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich richte mich ein auf die neue digitale Wirklichkeit und diese Tasche. Was ist es? Was ist es? Dieses gigantische Teil. Das ist mein neuer Greenscreen und den will ich heute aufbauen. Ja, mal schauen, ob es klappt und wie schön das wird. Ich habe die Tasche jetzt einfach mal ausgekippt. Es ist ziemlich viel drin. So, das, was ich nicht verraten habe, ist, dass hier meine Lampen, meine Stative für diese Lampen, komplette Beleuchtung für diesen Greenscreen hier auch mit drin ist und das muss alles zusammen aufgebaut werden. Also, als nächstes werde ich jetzt mal hier ein bisschen Ordnung schaffen in diesem ausgekippten Häufchen. Bin schon ein bisschen gestresst. Eigentlich wollte ich das hier ein bisschen einfacher haben, aber nun ja, so sieht das halt dann aus bei Billigteilen. Trotzdem ziemlich viel drin und ich gehe nach wie vor davon aus, dass das so klappen wird, aber man braucht ein bisschen Geduld und Überlegung, um aus diesem Häufchen von Teilen dann etwas zu machen, was nachher dazu dienen soll, damit ich in meinen Videos, wenn ich etwas unterrichte, wenn ich etwas streame, einen hübschen Hintergrund habe. Das könnte dann zum Beispiel die PowerPoint-Präsentation sein oder ein Dokument oder was auch immer, ja. Also, weil alles, was hinter mir grün ist, wird dann ersetzt durch etwas anderes. Und das soll jetzt funktionieren, ne? Also mit diesem Häufchen an Zeugs, was ich jetzt vor mir habe. Also, jetzt packe ich es mal aus. Ich habe diese ganzen Pappen mal entfernt hier. Was kommt dabei raus? Also weißer, schwarzer, grüner Stoff. Zwei Halterungen für die entsprechenden Lampen. Da sind insgesamt vier drin. Eine Leistung von 135 Watt sehe ich dort. 5500 Kelvin. Farbtemperatur. Dann gibt es hier drei Schirmchen, zwei schwarze, einen weißen. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Halterungen, Stative für was auch immer hier drin. Müssen wir mal gucken. Für die Schirmchen, für die Lampen, für den Greenscreen selbst. Und das hier, das habe ich noch nicht ausgepackt. Mal nachgucken gleich, was da drin ist. Jetzt habe ich das hier auch ausgepackt. Es sind jetzt vier Schirmchen hier, zwei schwarze, zwei weiße. Und hier sind die Reflektoren drin, ja. Also, die sind dafür da, um das Licht zu reflektieren. Gut, diese kleinen Teile werden wir auch mal schauen, wo das gebraucht wird. Und es gibt eine klitzekleine Bedienanleitung. So schick kompakt kann man das also machen und beschreiben, wie das Ganze dann aufgebaut werden soll. Als erstes baue ich das auf, was hier in der Installationsanleitung auf Englisch Photography Background Shelf genannt wird. Und in der deutschen Anleitung heißt das Ding Fotografie Hintergrundhalterung. Da gibt es einen extra Sack hier, in dem diese wesentlichen drei Teile verpackt sind. Links, rechts und oben die Stange, die dort rüberkommt. Und ich schaue mal, dass ich das jetzt einfach so hinstelle, wie es hier in der Anleitung beschrieben steht. So, den ersten Ständer habe ich aufgebaut. Also wer professionelles Material gewöhnt ist, für den wird das alles ein bisschen ja, amateurhaft sich hier gestalten, weil das Material ist halt nicht sonderlich stabil. Also wenn das für einen häufigen Einsatz ausgepackt wird, wieder aufgebaut wird, wieder abgebaut wird und so, dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht lange hält. Also das Equipment, was ich mir hier zugelegt habe, war nicht teuer. Und von daher ist das natürlich alles Leichtbauweise. Aber es wird seinen Zweck erfüllen, denke ich. Also mache ich jetzt mal weiter mit dem zweiten.
Und falls Sie das auch selbst machen, mein Tipp, immer schön vorsichtig, nichts überstürzen, wenn irgendetwas klemmt, keine Gewalt, und dann kriegt man es auch hin. Der zweite Ständer ist auch fertig und man sieht schon, den habe ich schon ein bisschen weiter nach oben gezogen, aber die Dinger sind natürlich dann sehr hoch, wenn man sie richtig aufbaut, und dann habe ich hier ein Problem, sie mit aufs Bild zu kriegen. Deswegen ist das hier jetzt schon hochkant und am Anschlag. Also wenn das Ding jetzt hier gleich komplett aufgebaut ist, werde ich den kompletten Greenscreen, ja, also mit Mühe und Not aufs Bild kriegen, schätze ich mal. Mal schauen. Dieses Material wird mir jetzt angeboten, um die beiden Stative oben miteinander zu verbinden, bevor ich dann den eigentlichen Greenscreen dort einfach drüber hänge. So, jetzt schauen wir mal, wie die Dinger hier zu montieren sind. So, das war jetzt nicht schwer, jetzt erstmal das miteinander zu verbinden. Die werden einfach ineinander reingeschoben. Und am Ende befindet sich hier so ein Loch, und das heißt, dieses Loch wird einfach oben aufs Stativ, auf die entsprechende Spitze aufgelegt, und so wird dann diese Stange hier befestigt. Beim Zusammenbauen muss man darauf achten, dass die großen Löcher bei diesen Stangen außen sind. Ja? Auf den Stativen gibt es diese Schräubchen, die muss man abschrauben oben. Dann kann man nämlich das hier einfach oben drauflegen und schon steht der ganze Ständer her. Also die beiden Ständer zuerst aufbauen, dann die Stange oben drauflegen. Ja, und wie hängt man jetzt den Greenscreen auf? Also ich würde empfehlen, die Klammer in der Mitte als erstes anzubringen, damit man dann außen ein bisschen Spannung drauf geben kann, damit es oben schon mal möglichst glatt hängt. Also irgendwelche Falten, irgendwelche Farbänderungen hier zu den Seiten, das will man alles nicht haben. Der sollte jetzt möglichst glatt hängen. Also vielleicht noch ein paar Gewichte überall unten an die untere Kante dranhängen, damit dann der Greenscreen möglichst gleichmäßig auch ausgeleuchtet werden kann. Ne? Also diese Stange ist übergeblieben, die hätte ich auch noch mit hinzunehmen können, aber mir ist das Ding breit genug, so breit wie das jetzt da steht, ist es mal allein von dem Greenscreen schon 2 Meter, insgesamt wahrscheinlich 2,50, so schätze ich das mal, ja. Also das ist nur eine Schätzgröße, aber das ist für meine Zwecke völlig ausreichend. Also wird diese Stange hier nicht eingesetzt. Packe ich wieder in den Sack zurück. Also das hier, das ist jetzt erledigt. Als nächstes geht es jetzt um die Installation der sogenannten Softbox-Kopfeinführung. Ja, mal schauen. Also die Teile, die greife ich mir jetzt. Das hier ist die Anleitung für den Rest hier. Die Softbox-Installationsschritte und die Regenschirme-Softbox-Installationsschritte in einer Übersicht. Die Stative, die hierfür zur Verfügung stehen, das sind insgesamt 4 in der Zahl, ne? Ist ja richtig, 2x2. Und die sind alle gleich, also identisch im Aufbau. Und die stelle ich jetzt einfach mal alle auf. Da stehen sie jetzt, meine 4 Stative. Ich habe sie jetzt auch wieder nicht voll ausgezogen. Die sind exakt genauso hoch wie die anderen, die ich gebraucht habe, um den Greenscreen aufzubauen. Und diese werden jetzt dazu dienen als Halterung, um diese Softbox-Installation hier hinzukriegen. So sieht die Halterung für die Lampen aus. Da muss die Lampe hinein. Das Ding wird als dann hier am ersten Stativ befestigt und später können wir hier das Licht einschalten. Also, das Lämpchen oder besser die Lampe wird jetzt erstmal eingesetzt. Bevor die Lampe hier hineingedreht wird, muss genau dieses Teil ans Ende hier reingedrückt werden, damit hier ein bisschen Spannung drauf kommt, damit der ganze Schirm dann auch auf ist. Auf der Rückseite, die Aufhängung besteht tatsächlich nur aus Draufstecken und Anschrauben. Die Amis sagen dazu, it's a little bit flimsy, vielleicht auf Deutsch ein bisschen klapprig, aber es reicht für diese Zwecke, für die ich das hier verwenden möchte. Ja, jetzt kann ich hier die Lampe reinschrauben. Ich achte beim Reinschrauben der Lampe darauf, dass ich sie nicht hier oben anfasse, sondern da unten. Ja, weil alles, was hier an Fett rankommt von den Fingern,
Das könnte sich ungünstig bei der Wärmeentwicklung irgendwann mal auswirken und hat eventuell eine Auswirkung auf die Lebenszeit dieser Lampe. Also bitte aufpassen mit den Fettfingern, dass die immer nur da berühren, wo keine Kontakte sind, wo kein Glas ist von der Lampe. Das ist dann etwas lebensverlängernd. Das Kabel führe ich jetzt auf der Rückseite richtig schön locker. Hier einfach mal als Zugentlastung so gedacht ein bisschen hier herum. Wickle das ein bisschen ums Stativ, sodass niemand dran hängen bleibt und niemand drüber stolpert. Da fehlt jetzt natürlich noch etwas hier, ne? Nämlich dieses weiße Tuch hier. Ja, damit das Licht diffus hier aus dieser Box kommt. Und wenn es fertig ist, dann sieht das so aus. Ja, gut. Dürfte auch gern ein bisschen glatter sein, aber gut, ist halt so. Die Befestigung ist gut überlegt. Man muss die Ecken hier jetzt einfach nur hier oben rüberziehen und schon ist es fertig montiert. An der Seite gibt es Klettverschlüsse. Da drücke ich das Tuch jetzt einfach nur ran und schon ist es befestigt. Ich habe mir jetzt noch nicht überlegt, wie das nachher tatsächlich hier steht. Das ist natürlich jetzt noch nicht so optimal, sage ich mal vorsichtig. Ja, also ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich stelle das jetzt einfach mal fertig hin, die ganzen Teile. Und dann schaue ich mal, wie das am besten aussieht und funktioniert. So, welche von diesen Schämchen brauche ich denn jetzt? Ich werde mal die weißen nehmen. Weil ich habe ja nur zwei Stative und da kann man ja nicht vier von denen montieren. Ich komme jetzt zum letzten Teil meiner Installation. Regenschirme, Softbox, Installationsschritte. Zwei Stative habe ich noch, zwei Schirmchen kann ich noch montieren. Als erstes kommt die Elektrotechnik dran, ja. Und dazu packe ich jetzt mal die entsprechenden Fassungen mit ihren Kabeln aus und setze sie auf die Stative. Die Lampensockel, die sitzen jetzt hier auf den beiden restlichen Stativen. Ja. Das war kein Akt, das hat jetzt weniger als 3 Minuten gedauert. Den kleinen Schirm aufzuspannen, das ging ratzfatz. Das funktionierte völlig problemlos. Und den stecke ich jetzt hier auf mein Stativ. Für die Montage des Schirms macht es sich sehr gut, wenn dieses kleine Schräubchen hier oben ist und nicht unten. Ja. Also diese Lampensockel sollte man so montieren, dass dieses kleine Schräubchen hier oben ist. Den Schirm, den steckt man jetzt einfach nur durch ein hier vorhandenes Loch und arretiert ihn mit diesem Schräubchen hier. Und schon habe ich auch den Schirm hier auf diesem Stativ montiert und kann die Lampe einschrauben. Manchmal macht man was falsch beim Zusammenmontieren. Das ist natürlich totaler Blödsinn hier, aber das ist auch kein großes Problem, weil ich muss jetzt nur das Schirmchen rausziehen und das dann von der anderen Seite reinstecken, damit das Lämpchen natürlich in den Schirm hineinstrahlt und hier nicht nach außen. Ja. Jetzt habe ich es hier richtig befestigt. Das Lämpchen strahlt nach innen und es kann natürlich jetzt diese Stange hier ziemlich heiß werden im Betrieb, weil die liegt direkt neben der Lampe. Ja, also da muss man dann aufpassen nachher im Betrieb, dass man wirklich das alles schön ausschaltet und ein bisschen kühlen lässt, bevor man es wieder einpackt. So stelle ich mir das jedenfalls aktuell vor. Okay. Der Schirm ist arretiert. Das Ding ist also einsatzbereit. So, das zweite baue ich genauso auf. Ich mache jetzt mal einen kleinen Test hier mit meiner Softbox und schalte die mal ein. Na, also wenn man mit mehreren Leuten im Raum ist, sagt man ruhig mal, Achtung, Licht. Und siehe da, ja, funktioniert. Den gleichen Test, den ich eben gemacht habe, da oben mit der Softbox, den nehme ich jetzt hier beim Schirmchen vor. Hier ist der Schalter hier hinten. Ja. Zack. Funktioniert auch. Ah, Achtung, Licht vergessen. Jetzt habe ich mich selbst geblendet. Also ist nicht so schlimm hier, ja, also, weil das ja nicht so ein starker Strahler ist, aber ist okay. Jo, das war der Test. Hier sehen wir eine kleine Schlampigkeit in diesem Equipment.
wenn sowas billig gebaut wird, ne, und die Farbe hier einfach so runterläuft über die Schraube, dann sorgt das dafür, dass zum Beispiel dieses Schräubchen den Schirm nicht richtig arretieren kann. Und wenn ich die jetzt hier reindrehe, dann ist der Anschlag viel zu früh. Es ist halt die Frage, wie geht man damit um? Von ein bisschen mehr Gewalt, ja, kriege ich das überhaupt hier rein? Nee, das sitzt noch nicht richtig, ne? Also das ist das, was dann eben so zu erwarten ist bei Billig-Equipment, dass solche Sachen manchmal nicht richtig funktionieren. So, das war's jetzt mit dem Aufbauen von dem Greenscreen. Die korrekte Ausleuchtung dieser Szenarios ist nicht Bestandteil dieses Videos, ja. Also ich habe jetzt hier diese Schirmchen, ich habe jetzt hier diese Softboxen, ich kann die hinstellen, wo ich will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich habe hier noch einen Haufen Müll zu entsorgen, das heißt, das werde ich jetzt tun. Und ja, hallo, wo sind wir denn hier? Hier sind wir in meinem neuen Rüberstudio mit dem Greenscreen im Background. Und jetzt brauche ich bloß noch 1% und muss noch ein bisschen schminken und so, und damit ich ein bisschen besser aussehe. Und dann muss ich noch ein bisschen cooler werden. Und dann geht das schon hier, ne? Dann geht das hier ab mit dem TV hier. Was habe ich gemacht? Also die Schirme und die Boxen, die sind jetzt ziemlich willkürlich hier einfach platziert. Der Raum ist ziemlich klein und die Beleuchtung ist jetzt von daher auch etwas willkürlich, ja. Und alles, was hier grün ist, das muss jetzt tatsächlich noch knitterfrei gemacht werden und ein bisschen besser ausgeleuchtet werden, glaube ich. Das ist oben jetzt in der Ecke noch heller als da unten in der Ecke. Also für ein Greenscreen ist es erforderlich, dass die hintere Fläche völlig glatt ist, möglichst wenig Toleranzen aufweist, also keine kleinen Schatten und auch keine kleinen hellen Flecken, keine Falten, keine Unebenheiten. Das muss völlig plan sein. Und wenn es das dann ist, dann kann man da rangehen mit diversen Software-Tools, um den Hintergrund zu ersetzen. Was weiß ich, gegen die Alpen oder das Schloss Charlottenburg oder irgendetwas anderes Schönes. Ich habe jetzt jedenfalls die allerbesten Voraussetzungen hier jetzt auch im Hintergrund, was weiß ich, meine PowerPoint-Folien einzublenden oder irgendwelche Grafiken und dazu etwas zu erzählen. Und nun gut, ist eine schöne Ergänzung zu OBS und mal sehen, was wir da an Spielerchen in der Zukunft noch so rauskitzeln können. Also, die allerbesten Grüße aus dem neuen Studio. Und wieder ein Stückchen neue Normalität, ne? Bis denne. Tschüssikowski.